Hallo meine Lieben, die Geritta. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Digimon Masters Online. Heute schauen wir uns den Crack of Devimon Instance Dungeon an, sowohl im normalen als auch im Hard-Modus. Der wurde ja im letzten Update gereworked bei uns und ich habe aber noch kein einziges Mal reingeschaut, weil ich jetzt andere Projekte in der Zwischenzeit hatte, die ich angegangen bin hier. Und zwar habe ich jetzt endlich das Digivice of Adventure Level 1, also die Stufe nach dem Level 0er. Wo ich jetzt auch einen AT-Wert endlich wieder drauf habe mit 159 AT, die ich jetzt oben drauf noch kriege. Für die nächste Stufe fehlen mir noch 3 Skalmera Cores und 6 Souls of Myotismon. Plus halt dann noch die EOEs dafür, den Rest habe ich aber. Deswegen, das wird jetzt auch noch ein bisschen dauern, bis ich das natürlich die nächste Stufe dann auch noch zusammen habe. Aber mal gucken, wie das wird. Vor allem muss ich für den Skalmera Dungeon jetzt endlich wieder... Okay, was heißt endlich wieder? Ich muss jetzt wieder Tickets dafür sammeln, weil gestern sind meine letzten draufgegangen dafür, dass ich das letzte Skalmera-Core aus 30 Boxen gezogen habe, was echt unlucky war, dass es nur eine aus 30 war, aber okay. Immerhin konnte ich dadurch das Digivice of Adventure Level 1 dann craften. So, und also für den Crack of Devimon Instance Dungeon, muss man einmal hier bei Elegmon eine Daily Quest annehmen, wo man die Normalpässe dafür kriegt. Devimon's Crack Pass normal. Und dann muss man, um aber den Hard Mode freizuschalten, beziehungsweise auch dafür die Hard Mode Pässe zu bekommen, Demon Level more than 120, okay, also hier muss das Demon Level höher sein. Dafür muss hier die Devimon Crack of Devimon Expedition Quest abgeschlossen sein und die habe ich noch nie gemacht. Deswegen, die muss ich hier dann auch noch annehmen. Die habe ich auch schon angenommen hier, deswegen hier Devimon 01. Und dann gucken wir mal, genau hier Crack of Devimon. Wir müssen den einmal normal dann schaffen, um den Hard Mode freizuschalten. Den werde ich dann natürlich auch noch solo versuchen. Aber gucken wir erstmal, wie der normale aussieht. Okay, visuell nicht groß anders, außer dass hier jetzt... Ich weiß nicht, ob die Okremon-Statuen schon früher da waren, aber ich glaube nicht. Die waren, denke ich, früher nicht da. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Natürlich werde ich das mit meinem stärksten Digimon machen. Gut, Agudomon ist aktuell theoretisch noch während dem Doppelbuff-Event oder Zweifach-Stat-Event ist es rein theoretisch mein stärkstes Digimon. Aber wenn man halt davon absieht, ist Omnimon X natürlich mein stärkstes Digimon. Deswegen werde ich das mal versuchen. Ich habe jetzt noch von vorhin vom Omnimon X, vom Omegamon Raid habe ich jetzt noch 3 Buffs drin. Dementsprechend ist der normale Dungeon dann ein bisschen einfacher jetzt im Moment. Der Hard Mode Dungeon soll nicht so leicht sein. Da werde ich mich dann vollständig dann dafür buffen. Und gucken wir uns mal an. Wie das hier wird. Na gut, der normale Dungeon, da erwarte ich jetzt keine großen Schwierigkeiten, wie man es auch jetzt gesehen hat. So, okay, und hier sind dann jetzt Leomon-Statuen dazugekommen. Also auf jeden Fall, immerhin haben die auch visuell ein bisschen dran gearbeitet, auch wenn der Aufbau des Dungeons ansonsten derselbe ist. Ein kleines bisschen Damage hat er mir jetzt schon gemacht hier. So, seine Subordinates muss ich natürlich besiegen, um weiterzukommen. So. Dann sind wir jetzt schon beim letzten Raum dann mit Devimon.
Und hier sind jetzt auch... Also ich weiß nicht, ob da vorher schon Statuen waren, aber mir fällt das jetzt erst so auf. Deswegen glaube ich, dass sie jetzt dazugekommen sind. Ist auf jeden Fall ein nicer Touch. Okay, jetzt hat man hier dann auch so eine Clear-Übersicht. Brave Tamer, Reliable Tamer und Noble Tamer, was auch immer die Sachen dafür sind. Aber okay, hier haben wir dann jetzt eine Devimon Crack Reward Box bekommen. Und eine Decode-Karte. Okay, also die Decode-Karte bekommt man einfach, wenn man den Dungeon abschließt. Und dann habe ich noch ein Devimon-Ziel. Und dann haben wir aber so einen extra Button jetzt, womit man dann rausspringen kann. Sehr nice. Sehr nice auf jeden Fall. Und damit habe ich dann jetzt auch genau die Quest abgeschlossen. So, da müsste ich jetzt... Ja, genau hier, den Hard Pass. Okay, da kann man 5-mal am Tag also rein. In den normalen kann man 10-mal am Tag rein. Und ich glaube, genau, der... Hardmode-Dungeon hat ja Decode-Card 2 und der normale hat die normale Decode-Card. Okay, also, wenn man die sammeln möchte, 10-mal am Tag kann man rein. Ich weiß nicht, ob das garantierter... Ne, doch, stimmt, ist garantierter Drop. Aber gucken wir mal, jetzt habe ich die Hardmode-Passkarten. Dementsprechend gehen wir dann jetzt in den Hardmode rein und um nochmal ein bisschen extra Sicherheit zu haben, habe ich hier noch... extra die richtigen Buffs für Omnimon X dabei. Also einmal Ruler of Steel wegen Metal Empire, was er hat. Dann haben wir einen Guardian of Heaven. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Overkill, aber ich möchte sicher gehen, dass ich den Dungeon solo schaffe. Weil ich da noch nicht drin war und ich keine Ahnung habe, was mich erwartet. Deswegen nehme ich jetzt mal alles mit, was ich hier auffahren kann. Erneuern wir dann auch direkt mal unsere Buffs. Buffen uns einmal voll. Und hauen dann noch doppelte Buffs rein. So, und dann noch ein DS. So. So, dann sind wir jetzt auf jeden Fall gut ausgerüstet, würde ich sagen. Und schauen mal dann rein in den Hard Mode. Mal sehen, wie hart der Dungeon dann wirklich ist. Okay. Das Ogrimmon war jetzt keine Herausforderung, wundert mich aber nicht, weil es nur ein Minion ist. So. Na gut, aber ich krieg trotzdem Damage, also das, so ist es nicht. Aber gut, ist jetzt ein bisschen Overkill. Normalerweise würde ich ja eigentlich nur versuchen, mit den normalen 6 Buffs ohne Doppelbuffs reinzuhauen. Aber ich denke mal, fürs erste Mal kann man jetzt mal testweise mal alles auffahren, was geht. Und mal gucken, wie es wird. Aber okay, die Leute, die das nicht solo schaffen können, gut, die kann ich nachvollziehen, die dafür eine Party brauchen, aber wenn man ein bisschen Heilung dabei hat, also
Gut, ich kann jetzt von mir nicht auf andere schließen, aber... Also ich finde, der ist echt machbar. Gut, sind wir bei Leomon schon durch. Und ich würde sagen, um das Video dann noch ein bisschen interessanter zu machen, mache ich jetzt alle Runden für heute mal fertig. Also die 5 Hard-Mode-Runden und die 5 normalen Runden und dann gucken wir mal, was wir aus den Reward-Boxen ziehen. Okay, aber na gut, das Devimon drückt schon ein bisschen. Okay, da verstehe ich dann, warum die Leute deine Party dafür brauchen. Also Ogrimmon und Leomon sind nicht das Problem. Aber Devimon, der drückt ein bisschen. Aber wie gesagt, ich mache dann jetzt die 15, beziehungsweise die, es müssen ja dann noch 13 Runden dann sein insgesamt. Die mache ich dann jetzt einmal zwischendurch fertig und dann gucken wir mal, was die Boxen denn alle geben. Okay, 25 Millionen Damage habe ich jetzt auf jeden Fall gemacht. Und 3 Decode-Karten Version 2 haben wir bekommen. Aber okay, gucken wir mal. Wie gesagt, ich mache jetzt einen Cut, mache alle Runden fertig. Dann gucken wir, was wir aus den Boxen ziehen. Und dann gucken wir auch noch eventuell, ob wir mit den Decode-Karten dann bei den Automaten was holen können. Und ansonsten... Ja, sehen wir uns dann auf jeden Fall gleich dann wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt alle Runden gemacht, alle 15 Runden. 5x Hard-Mode und 10x Normal-Mode. Und habe jetzt dann dementsprechend hier 10... normale Decode-Karten und 15 Decode-Card 2, weil von denen kriegt man ja pro Runde 3 Stück und von den normalen kriegt man eine pro Runde. Und dann habe ich 10 von den Devimons Crack Reward Box mit in Normal-Variante und dann nochmal Devimons Crack Reward Box in der Hard-Variante habe ich 5 Stück. So, gucken wir mal an, was denn hier als Belohnungen... Nee, das sind die Sachen, die gedroppt werden können. Das ist nicht das, was in den Boxen ist. Okay, hier kann man es nachgucken. So, die Code-Karte ist... Also das sind die garantierten Drops, die dabei sind. Und in der Devimon's Crack Reward Box Normal kann einmal drin sein Cracks HP Recovery Code. 4000 HP werden damit aufgefüllt. Der DS Recovery Code mit 4000 DS, Greg's Almighty Recovery Code mit HP 2000 DS 2000, gut, ist jetzt nichts Besonderes. Dann kann ein Fruit of Yggdrasil drin sein. Amplification Booster plus 500% kann drin sein. High Rank Digitary Power Stone kann drin sein. High Rank Renewal Increase Stone kann drin sein. Eine Decode Card kann drin sein oder eine Adventure Tamer Box kann drin sein. Und beim Hard Mode kann in der Box drin sein. Quasi, ja, das sind dann die Premium-Varianten davon mit HP 5000, hier DS 5000, HP DS 2500, auch Fruits of Yggdrasil, Amplification Booster plus 1000% kann drin sein. Auch wieder High Rank, Digitary, Power Stones und Renewal Increase Stones. Decode Card 2 kann drin sein und auch Adventure Tamer Box kann da drin sein. Und mal gucken. Guck mal rein, was bei mir denn drin ist. Machen wir erstmal die für den normalen Modus auf und gucken mal, was rauskommt. Oh, also es ist 3 Fruits of Yggdrasil. Nice. Nochmal Fruits of Yggdrasil.
Was war das jetzt? Amplification Booster plus 500%, zwei Stück. Dann haben wir 5x Cracks DS Recovery Code und den Almighty. Nochmal Almighty. Nochmal DS. Nochmal Amplification Booster. HP Recovery Code und nochmal Almighty Recovery Code. Also aus 10 normalen Runden habe ich jetzt 6 Fruits of Yggdrasil rausgeholt. Insgesamt, vier Amplification Booster plus 500% und dann noch hier die Recovery Sachen. So, und in den 5 Devimons Crack Reward Box im Hard Modus haben wir, okay, erstmal den Almighty Premium Recovery Code, High Rank Renewal Increase Stone, Amplification Booster plus 1000%, zwei Stück, High Rank Digitary Power Stones und nochmal Almighty Premium Recovery Code. Okay. Also bis auf die Fruits of Yggdrasil und Amplification Booster und so. Ja gut, HP Recovery ist ganz nice so, aber die restlichen Sachen, die braucht niemand. Und die High Rank Renewal Increase Stone Dinger, die erhöhen halt die Renewal Number bei einem Punkt, also um einen Punkt. Und ansonsten, also wenn sie funktionieren und ansonsten wenn passiert nichts, wenn die failen. Also entweder bleibt der Wert gleich oder erhöht um 1. Und dann haben wir noch High Rank Digitary Power Stones. Die erhöhen den Wert um 2%, wenn sie funktionieren. Und steht nichts dabei, was passiert, wenn die failen. So, und dann gucken wir uns noch an, was wir mit den Decode-Karten machen können. Also dafür wurden ja eigene Maschinen hingestellt, hier in Village of the Beginning. Und aber ich denke mal, das lohnt sich bei denen mehr, die erstmal anzusammeln, bevor man sich da irgendwas aus der Maschine zieht. Oder wenn man da keine Lust drauf hat, da was draus zu ziehen, dann kann man die immerhin verkaufen. Weil die nicht charaktergebunden sind, sondern die sind ganz normal handelbar. Deswegen haben hier auch super viele einfach ihre Shops hingestellt mit Decode-Karten. So, Decode Machine 2. Was kann man da ziehen? Mysterious Mercenary DG Level 4 bis 5 kann man da rausziehen. Chipset Conversion Kit R3, Fruit of the Goddess, Hatchbackup Level 5er und Random Buff Boxen Event kann man rausziehen. Und da es insgesamt 150 Items immer drin gibt, kann man, wenn man 150 Decode Card 2 hat und kein weiterer hier die Decode Machines benutzt, kann man immer garantiert alles rausholen, was drin ist. Und in der normalen Decode Machine Mystery Mercenary Digi-Egg, also 3 von 5er Eier sind da drin, Chipset Conversion Kit R2, Fruit of Goddess Event, Hatchbackup Level 5er und auch hier Random Buff Boxen. Ich probiere es jetzt einfach mal, weil der andere, ich glaube, auch jetzt gerade dran ist, einfach mal die 10 zu benutzen. Die Decode Card 2 Dinger, die werde ich noch aufbewahren. Weil da die Maschine etwas ergiebiger ist. Oh, wir haben was gezogen. Ah, Fruit of the Goddess nur. Hatchbackup Level 5 wäre natürlich nice. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt eins kommt. Oh? Random Buff Box. Okay, schade. Aber wie gesagt, es lohnt sich definitiv eher, die aufzusparen. Und dann, wenn man eine größere Menge hat, also mindestens 150 Stück. Und wenn man 10 Stück am Tag kriegt, ist das nach
Also bei den normalen ist das dann nach 15 Tagen erreicht. Beim anderen ist das schon nach 10 Tagen erreicht, weil man täglich 15 Stück bekommt, wenn man den macht. Naja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine ganz okay Ausbeute dafür. Kann man definitiv täglich mitnehmen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es immer gerne durch einen Daumen nach oben. Schreibt mir auch gerne eure Meinung zu dem Dungeon in die Kommentare, beziehungsweise auch zu den Rewards und allem möglichen anderen, was euch da noch einfällt. Was ich vergessen hatte zu erwähnen, was vielleicht oben auch hier in den Dungeon zu sehen war, war, dass man zum ersten Mal bei einem Dungeon ein Zeitlimit hat, den abzuschließen. Was ich ziemlich nice finde, weil das nochmal eine extra Bedingung stellt, um die Leute quasi dazu zu bringen, den schneller durchzukriegen. Für mich war jetzt allerdings das Ding so, dass die 20 Minuten sowohl im Normal- als auch im Hard-Modus, die brauche ich nicht. Ist viel zu lange. Aber das ist nur meine Meinung dazu. Und ja, wie gesagt, das war's jetzt dann von dem Video. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao.